Hartmaschin präsentiert. Hyperlight Drifter. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Stefan die Waldfee und ich habe mal wieder Bock auf ein Indie-Game. Und deshalb spielen wir heute Hyperlight Drifter von 2017. Ich weiß über dieses Spiel nicht viel. Ich weiß, dass der Mensch, der das gemacht hat oder der die Vision dieses Spiels hatte, an einer Herzkrankheit leidet und wohl auch mit ja, schlechter Gesundheit und mit Aufenthalten im Krankenhaus und ja, Todeserfahrungen und Ähnlichem zu kämpfen hatte und das auch in sein Spiel reinpacken wollte. Und deswegen, ja, erzähle ich dir das überhaupt. Warum spiele ich sonst Hyperlight Drifter? Wegen der coolen Grafik. Punkt. Ja, es hat mein Interesse geweckt. Es sieht einfach wahnsinnig schön aus und jetzt habe ich es mir geholt und wir spielen es heute zusammen blind. Ich bin mega aufgeregt und gespannt. Neues Spiel ist an der Tagesordnung. Oh, ja, die Cursor-Action ist einfach, die überzeugt mich. Ja, Test 8 Minuten habe ich gemacht. Am 3.17. So, Spielschein ersetzen, ja gerade so. Namen eingeben. Oh nein! Nein, okay. Dann Stefan. Dieser Auswahlbutton, da stimmt auch was nicht. Ich bin skeptisch. Wir haben technische Schwierigkeiten, nicht immer Enter-Taste. Episches Intro jetzt.
So. Ich bin dran. Ich war richtig in der Cutscene versunken. Ja, die ist echt cool gemacht. Oh. Ja, da sieht man schon, dass es unserem Helden hier allgemein nicht so gut geht. Nicht nur in seinem Traum. Und wir können offensichtlich Dinge kaputt machen und hier rumlaufen. Und halte F gedrückt, um Gegenstände zu nehmen. Ja, da kann ich F drücken, wie ich möchte, weil ich muss E drücken. Das ist Standardeinstellung so vom Spiel. Vielen Dank, Spieler, an der Stelle. Ja, wir haben hier offensichtlich einen kleinen Helferli. Ich muss auch da wieder E drücken, nicht F. Ich habe mich schon ein ganz kleines bisschen an die Steuerung gewöhnt. Mehr aber auch nicht. Ja, das Spiel sagt es uns nicht, aber ich kann hier mit der Leertaste den hier machen. Und dabei folgt unser Mauszeiger. Das darf ich nicht vergessen. Ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Und an Gegner und an alles. Aber ich darf hier echt nicht so schnell machen, weil es sieht alles so cool aus. Ich finde an Hyper Light Drifter so grafisch ziemlich interessant, dass es auf den ersten Blick so aussieht, als hätten wir eine Farbpalette. Eine relativ limitierte. Aber wir sehen halt, dass es hier so Gradienten gibt. Ich finde, es ist wirklich besonders gelöst, weil normalerweise bin ich überhaupt kein Freund davon, wenn wir Pixelgrafik haben und alle möglichen Farben vorhanden sind. Das sieht immer so ein bisschen durcheinander aus. Und unpassend. Aber hier ist es wirklich gut gelöst. Ja, ein paar Pünktchen. Da können wir hoch. Stopp. Ja, Pistole. Für Maus zielen und rechte Maus A. Keine Ahnung. Schießen jedenfalls mit der rechten Maustaste. Was auch immer die Abkürzungen bedeuten sollen. Schlitze Gegner und Objekte auf, um Schusswaffen aufzuladen. Da kann ich kaputt machen. Oh. Ich kann das Ding treffen. Ich habe jetzt schon zweimal den ersten Part hier gespielt, um ein bisschen reinzukommen. Und dachte mal, das Ding muss man erst kaputt schießen, bevor ich hier dran komme. Aber scheinbar zielt unser Held nicht perfekt, kann das sein? Auch wenn ich mir sehr viel Mühe gebe. Ja, tatsächlich. Oh, gut zu wissen. Das ist natürlich okay, lieber Held, dass du nicht so perfekt bist wie ich. Upsi. Naja, da oben haben wir Heilungssalven oder so. Irgendein Heilungspaket jedenfalls. Der sieht doch echt schick aus, oder? Da bin ich wirklich begeistert. Komm ich nicht drüber hinweg, lieber Zuschauer. Ja, hier ist zu. Ist das hier irgendwas? Sieht alles aus, als wenn man drauf könnte oder so, aber... Nö, nö. Wir bleiben übrigens an Kanten generell stehen. Und macht dann hier diese... Nö. Wenn ich dann gedrückt halte, dann springen wir auch tatsächlich runter. Das andere, was ich dir noch erzählen kann über dieses Spiel ist, dass der Entwickler Legend of Zelda Link to the Past und Diablo so irgendwie kombinieren wollte, Aspekte davon. Und nachdem ich das gelesen hatte, vorhin erst, sehe ich die Zusammenhänge. Vor allem, wenn es um Diablo 1 geht.
Stirb, Wurzel, stirb. Das ist echt ziemlich episch, oder? Ja, ist wirklich schön, wie sie hier die Soundeffekte und die Musik eingebunden haben in das Spiel. Ich bin hin und weg. Ich hoffe, das hält sich. Dieses Gefühl. Okay, das sieht nicht so gut aus. Wie wir hier in das Bett rein und rauslaufen, erinnert mich sehr an Pokémon und solche Spiele. Ja, da wurden wir wohl gefunden und aufgenommen. Eigentlich möchte ich hier gar nichts kaputt hauen, weil wer auch immer das uns da Gutes tun wollte, die möchte ich natürlich jetzt nicht irgendwie seine Einrichtung zerstören, aber ich habe halt nicht viele Chancen damit zu interagieren. Oh, aus mit den Interaktionsknopfen natürlich. Okay, Licht aus. Ist schön, dass wir es eingebaut haben. Sowas blinkt denn da lustig rum. Tab, Karte. Achso, da unten ist immer ein Strich fehlt da unten. Deswegen war es ein F und kein E. Aha. Okay. Ich kann Space drücken. Mhm. Irgendein Untergrund. Ich kann Z drücken. Pfeiltasten? Nö, Maus ist auch nicht. E. Okay, E kann ich schön drücken. Das macht auch Spaß. Ah, hier kann ich mich aber umsehen. Wo auch immer wir gerade sind und was wir auch immer gerade tun. Okay. Reicht. Gib mir die Kiste. Oh, Entschuldigung. Das war bestimmt wichtig. Ah. Aha. Wir haben hier scheinbar irgendwas Wichtiges gefunden. Ist das dasselbe Bildchen? Denn gerade eben? Oder hat sich da irgendwas geändert? Achso. Ah, okay, ich gehe das Ding zurück. Hat mich gerade irritiert. Achso, wenn ich irgendwas aktivieren will, was man nicht aktivieren kann, sagt unser Helfer das auch. Okay, hier gibt es eine Tür da. Die muss ich natürlich erst aufmachen. Nicht einfach mit der Nase dagegen laufen. Okay. Ja, Checkpoint, verstehe ich. Teleportiere mit Hilfe der Karte jederzeit hierher. Okay. Kann ich das wirklich jetzt sofort machen? So hier und dann. Aha, okay. Hat sich gelohnt. Ganze Aktion. Okay, ein hundeartiges Getier.
Und eine Krähe oder ähnliches. Tust du... Nö, du tust mir nichts. Okay. Huh. Interessante Musik. Wie wir da zu hören bekommen. Ah, ich kann hier draußen nicht mein Schwert benutzen. Ich kann nur freundlich nicken. Oh. Was machst du da, wenn ich mit der rechten Maustaste? Mit den Schultern zucken? Hm, okay. Vielleicht ja und nein. Guten Tag. Die unterschiedlichen Sprachen, die sprechen, oder? Das sieht aus wie das Symbol von unserem kleinen Kerl hier. Und das Katzenwesen. Hm. Okay, hier sieht aus wie Heilung. Okay. Ja, wir können uns heilen mit den Heilungspaketen, das habe ich mitbekommen. Die können wir hier kaufen, oder wie? Genau, deswegen darf ich auch vielleicht gerade nicht, weil wir haben schon voll. Weiß ich noch nicht, wir schauen später wieder rein. Achso, ich wollte schon wieder die Blümchen kaputt hauen. Aber darf ich nicht in der Stadt. Keine Ahnung, was ich... okay, was ich tun muss und wohin ich muss. Machen wir folgendes, ich gehe noch ein paar fix in die andere Richtung. Und da scheint es mir, als wenn ich hier schneller dran bin, wenn ich den hier mache. Schnuff die Wurf. Kann ich dir folgen? Was passiert denn dann? Okay. Da ist auch nach rechts angesagt. Ah, da unten gibt es scheinbar Pokebälle. Geil. Hallo. Oh. Explodierende Pokebälle. Kann ich einfach ja sagen? Ich habe wahrscheinlich keine Währung. Oder keinen Upgrade-Schaltplan, was auch immer. Und schauen wir unser Schwert an. Das sieht ziemlich cool aus. Komische Pinguin-Vogelmann. Okay, dann kann ich hier vielleicht noch was... Nee. Auch hier darf ich nichts kaputt machen. Finde ich als Gamer nicht so gut. Das sieht aus wie Schusswaffe. Mhm, mhm. Ah ja, hier unsere Pistole. Da können wir Munition uns verschaffen. Extra Munition, so wie es aussieht. Ich will aber. Okay, okay. Ah ja, okay, hier ist abgesperrt. Jawohl, das ist okay. Oh, 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 ich muss natürlich mit der Maus zielen, wo ich hin will. Hey, was geht ab? Cool, bei mir auch. Okay, also wir können nach unten oder nach rechts. Nö, okay, das explodiert dann, das... Schön. Vielleicht können wir das früher oder später... zu unserem Vorteil benutzen. Alles kaputt machen, da sieht man auch hier oben, wie es den Schuss wieder auflädt. Aha. Oh, oh, das wollte ich nicht. Ich wollte den machen. Große Kanone. Hier gibt es nicht zufällig irgendwie irgendwas. Ich bin halt echt gerade voll verloren in dem Spiel hier. Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt nur hoffen, dass rechts von der Stadt irgendwas ist, wo ich weiterkomme. Aha.
das nochmal. Okay, das ist ein bisschen zu weit. Komme ich da sonst irgendwie hin? Ein Secret. Belohne mich, lieber Entwickler. Belohne mich. Okay, das fühlt sich an wie eine Belohnung. Voll cool, ein kleines Mini-Rätsel. Yay. Na dann. Oh. Oh, hey, was geht ab? Du bist hier, wie hieß der? Graham, oder? Hieß der Graham von Diablo 1, der Suffkopf? Okay, wurdest du überfallen? Zurückgelassen? Bist da hingereist und dann kamen Leute und die hatten Baseballschläger an der Hand. Und hab ihn dann kaputt gehauen. Hm. Tut mir leid für dich, mein Freund. Ah ja, hier der Hundi. Folge mir, Hundi. Ich weiß, wo es lang geht. Hey, seid ihr Gegner? Offensichtlich schon. Alles, was auf mich zurennt, ist ein Gegner. Achso, das ist das Wasser. Was hier viereckig Plitsche-Platsche macht. Überall diese Statuen. Die offensichtlich zerstörten. Ah ja, oh, das macht dickes Aua. Benutze Müp zum Heilen. Mach ich. Mit Q wie Quailen machen wir das. Plopp. Geht mir ganz kurz weg, Jungs. Ich brauche hier die Heilung wieder. Danke. Ja, und hier kann ich drauf schießen. Treff dich auch, ja. Schön. Das sieht echt nice aus hier. Guck nur. Richtig geilomat. Oh, oh, oh. Nicht ins Wasser fallen. Hier geht's weiter, oder? Ich bin Gamer, ich will nicht dahin, wo es weitergeht. Ich will erst überall dahin, wo es nicht weitergeht. Ah, hier noch eine große Kanone. Oh, daneben. Aua, aua. Ich räume hier mal fix auf. Oh, man sieht das ein ganz kleines bisschen. Hier den grünlichen Schatten. Das ist ja lustig. Komme ich irgendwo hin? Nö, aber trotzdem cool. Ah ja, von hier aus würde man sehen, dass da drüben was ist. Man müsste dann schauen, wie man hinkommt. Okay. Oh, ich dachte, da können wir vielleicht drauf. Oh, oh, nicht nass werden. Wir sind Gamer. Wasser mögen wir gar nicht. Ja, kannst sagen, was du willst. Das ist echt cool. Mann, ich freue mich. Das macht Stefan glücklich. Wenn hier was pink ist, dann will ich immer draufschießen mit unserer Pistole, einfach weil sie auch pink ist und ich denke, vielleicht ist das ein Hinweis. Nass werden ist doof, ne? Ja, okay. Nur um sicher zu gehen, dass sie nicht doch schwimmen können. Achso, du erinnerst mich, dass ich teilen soll. Nee. Das brauchen wir nicht. Hallo? Oh, wir bluten direkt. Oh. Na gut, dann ist es vielleicht doch an der Zeit, eine Bandage anzulegen.
Hallo, Freund? Bosskampf, nice. Plitschi, platschi. Oh. Mir gar nicht so richtig aufgefallen, dass wir ein bisschen Trägheit haben. Ist die hier größer? Nicht wirklich. Naja, ein bisschen Gemüse ernten. Muss gemacht werden. Aha. Okay, ich kann das auch. Aua. Auf sie schießen. Oh, die haben mich schon. Sind das dieselbe? Warte, ich guck doch mal ganz kurz. Siehst du auch so aus, mein Freund? Bist auch so weißlich und. Ist das ein Schwanz? Man weiß es nicht. Könnte schon sein, ne? Dass das seine Kameraden sind. Oh, das sieht ja nicht so lebensbejahend aus. Geht er weg. Rumlungern verboten. Ist das ein Roboterarm? Oh ja. Sieht aus wie eine Faust. Hm. Vielleicht zwei Kreaturen, die gegeneinander gekämpft haben? Oh, guck doch mal auf die Uhr, Junge. Das war die erste Folge von Hyperlight Drifter. Wie gesagt, ich habe nicht so richtig Ahnung, um was es geht und was wir hier tun. Ich weiß nur, dass es echt cool aussieht und mich ein bisschen in Staunen versetzt, zusammen mit der Musik. Ich finde das einfach schick. Gefällt mir gut. Spielen wir weiter. Gut, hier, nächste Folge. Gib mir dein Abonnement und bis dahin, ciao.